Hallo, so schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dieses Thema mit dir auf diesem Kanal hier zu besprechen, weil es einfach so meine Welten vereint. Einmal Business Sissy und Mama Sissy. Und es soll einfach in diesem Video darum gehen, dass ich dir zeige, wie ich die letzten Jahre, das heißt, mein Sohn ist nämlich jetzt schon 3,5, verbracht habe und mein Business trotzdem aufrechterhalten konnte. Und falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Sissy und ich bin seit 2019 eben Mama von einem wundervollen Sohn und ich bin seit 2016 100% selbstständig, nebenberuflich schon viele Jahre länger und zwar als Social Media Coach ursprünglich und habe mich dann aber 2019/20 vollkommen auf meine Expertise fokussiert. Das heißt, mit meinem Business unterstütze ich Frauen mit ihrem Herzensbusiness darin, nachhaltig und vor allen Dingen auch authentisch sichtbar zu werden über YouTube, über Fotografie, Kamerapräsenz. Das heißt auch zum Beispiel unterstütze ich dabei mit meinen Kursen vor allen Dingen, wie man richtig tolle Videos macht für die eigenen digitalen Produkte, für die eigene Webseite, Newsletter. Einfach so die digitale Präsenz bringe ich zum Strahlen mit meinen Kundinnen. Und ich habe, wie gesagt, 2016 mich 100% selbstständig gemacht und 2019 mich was verändert. Und es lag eben auch daran, weil ich da Mama geworden bin. Ich wusste, ich muss da viel verändern, war mir aber vorher alles nicht so klar. Das kam alles erst tatsächlich, wenn man in der Situation ist. Denn ich kann dir jetzt, wenn du jetzt gerade vielleicht schwanger bist, ganz, ganz viel erzählen. Und es ist auch toll, dass du dich, ich muss husten, sorry, dass du dich informierst. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn es dein erstes Kind sein sollte, dass es dann meistens doch anders kommt, als man denkt. Und dass man einfach vorher nicht weiß, wie sich das anfühlt, wie sich das alles ergibt. Denn jede Situation ist einzigartig. Es kommt nämlich auch zum Beispiel auf dein Umfeld drauf an. Ich habe das Glück, dass ich mit meinem Mann verheiratet bin, dass wir eine Familie sind. Zum Beispiel auch vollen Respekt an alle, die alleinerziehend sind. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich wünsche dir von Herzen alles Glück der Welt, wenn du eine alleinerziehende Mama oder ein alleinerziehender Papa bist und nebenbei noch ein Business aufbauen möchtest. Hoffe ich so sehr und wünsche dir so sehr, dass du Unterstützung bekommst in irgendeiner Form, ob Freunde, Verwandte, Familie oder eben über externe Betreuungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, es kommt auf die individuelle Situation an. Und selbst wenn man einen Partner hat, heißt es nicht, dass man alles genauso machen kann wie jemand anderes. Denn jeder Mensch ist individuell, jede Lebenssituation ist ganz individuell. Und ich möchte einfach, dass du dieses Video als Inspiration siehst, für dich nach einer Lösung zu suchen. Denn es gibt für jeden eine Lösung und die wird nicht perfekt sein. Ich sage auch nicht, dass unsere Lösung perfekt ist. Und vielleicht, wenn ich dir jetzt gleich davon erzähle, wie wir das alles gemanagt haben, denkst du dir, oh Gott, das wäre gar nichts für mich und es ist auch vollkommen okay. Es geht wirklich nur darum, dich zu inspirieren, für dich oder für euch als Familie die passende Lösung zu finden. Wie schon gesagt, bin ich bereits Mama von einem wundervollen Sohn, der ist jetzt 3,5 und wir haben den in der kompletten Zeit zu Hause betreut. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenn man ein Kind komplett zu Hause hat und finde es dann auch immer so ganz spannend, wie die Leute reagieren, wenn halt sie Kinder haben, auch im kleinen Alter und sagen, oh Gott, jetzt ist irgendwie, die Kita fällt aus, jetzt sind meine Kinder 2 Tage zu Hause und ich kann mir das so krass gut vorstellen, wie das ist, wenn man sich schon wieder so an den Alltag gewöhnt hat, dass man auch Freiraum hat und natürlich vielleicht auch, wenn man eine Festanstellung hat, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, wie wenn man selbstständig ist. Deswegen beziehe ich mich mit diesem Video auch wirklich auf Selbstständige und nicht auf Festanstellungen, denn da ist natürlich nochmal, wie gesagt, eine ganz andere Herausforderung auch mit dem Job und mit dem Umfeld, mit den Arbeitskollegen da, mit Verantwortung. Selbstständige haben auch Verantwortung, aber wir können auch nachts theoretisch arbeiten, was ich allerdings nicht gemacht habe. So, worauf wollte ich eigentlich raus? Genau, ich habe einen Sohn, aber ich bin aktuell auch schwanger mit Zwillingen. Wir bekommen nochmal 2 Kinder und das hat uns natürlich auch vor eine große Herausforderung erstmal gestellt. Mittlerweile ist einfach nur noch pure Vorfreude da, aber wir haben natürlich trotzdem schon, wie soll ich sagen, wir haben Dinge geklärt, wie wir es hinterher machen wollen, wenn die da sind. Aber wir wissen auch, dass ganz viel auf uns zukommt, wo wir keine Kontrolle drüber haben, wo wir nochmal in so richtig durchgewirbelt werden. Denn ich habe so eine richtig schöne Metapher, die ich gerne benutze, was das Thema Mama oder Elternwerden betrifft. Und zwar ist es so, dass ich mir zum Beispiel persönlich jetzt über 31 Jahre ein Haus aufgebaut habe. Dieses Haus war
nicht auf einem mega guten Fundament. Da waren wahrscheinlich auch irgendwelche Löcher im Keller. Da war vielleicht auch ein bisschen Schimmel im Keller. Da waren Räume, die ich schon seit vielen Jahren nicht mehr geöffnet habe. Es waren Lieblingszimmer dabei, schöne Zimmer. Aber es war alles so ein bisschen so durcheinander gemixt. Und ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, weil es war einfach meine Komfortzone. Ich kannte das einfach so. Also ich glaube, jeder, der sich schon ein bisschen mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, kennt das Phänomen, dass man auch manchmal in schlechten Situationen so sich wohlfühlt, weil es halt die Komfortzone ist. Weil einfach einem der Schweinehund sagt, da draußen alles Neue ist gefährlich, bleib doch lieber da, wo du bist, das kennst du, das ist gut. So. Und so war das auch mit meinem Haus. Ich habe viele Dinge schon aufgeräumt, ausgemistet, frisch gemacht über die letzten Jahre, auch durch Persönlichkeitsentwicklung. Aber da war auch ganz viel, was nicht optimal war. Trotzdem war das mein Haus. Und dann kam die Geburt und die hat dieses Haus wie ein Wirbelsturm aus den Fugen gerissen, zerrissen, durch die Luft gewirbelt und alles Baumaterial auf den Boden geworfen. Und ich stand erstmal ohne Dach über den Kopf da. So hat sich das angefühlt und schlechtes Wetter und oh Gott, was mache ich jetzt? Ich war völlig durch den Wind. Und dann durfte ich dieses Haus nach und nach stückchenweise aufbauen. Aber damit war ich überfordert. Ich wusste nicht, dass mein Haus einbrechen wird. Und ich hatte auch tatsächlich eine Depression. Ich weiß nicht, ob es eine Schwangerschaftsdepression war oder eine Stilldepression oder was es auch immer gibt. Auf jeden Fall war ich in einem emotionalen Tief über 6 Monate hin. Und in diesen 6 Monaten war ich auch nicht wirklich, da konnte ich noch nicht mich sortieren. Also falls du jetzt gerade frisch Mama bist und ein Kind hast mit 2, 3 Monaten und denkst, wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Chill. Lass dir Zeit. Das ist eine super krasse Zeit. Und wenn du sagst, aber ich habe keine Zeit, ich muss Geld verdienen und oh Gott, mein Business. Es funktioniert trotzdem. Glaub mir, du kommst da wieder raus. Und wenn Kunden enttäuscht sind und dafür kein Verständnis haben, dann sind es die falschen Kunden, mit denen du auf Dauer sowieso nicht arbeiten willst. Und bitte, 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 versuch so viel wie möglich dich zu entspannen. Das sagt man immer so leicht von außen, aber das wäre der Rat, den ich mir geben würde, denn ich war vor der Schwangerschaft ein absoluter Workaholic. Ich hatte auch mal einen Burnout 2017. Bis da hatte ich mich dann wirklich völlig verausgabt und überarbeitet und ultra krass unter Wert verkauft. Und dann hatte ich das alles ziemlich verbessert. Also dann war so 2018, 19 echt gut für mich. Ich habe mich voll wohl gefühlt in meiner Arbeit, aber ich habe trotzdem eine 50-Stunden-Woche gehabt. Habe sehr viel gearbeitet, aber irgendwie stressfreier. Trotzdem habe ich immer noch zu wenig Geld verlangt und ich habe unglaublich viele Sachen gemacht, die mir nichts gebracht haben. Im Sinne von, die haben mich nicht mega krass zum Strahlen gebracht von innen. Ich bin ein Generator, auch falls ihr das was sagt im Human Design. Ich muss Dinge tun, die mich erfüllen, damit meine Energie aufgeladen wird. Dann habe ich unendlich Energie, wenn ich das machen kann, worauf ich Lust habe. Und ich habe viele Dinge gemacht, die mich nicht entzündet haben, die okay waren, die mich jetzt nicht belastet haben, aber die mich nicht entzündet haben. Und gleichzeitig habe ich viele Dinge gemacht, die auch kein Geld gebracht haben. Ich habe, sage ich mal, das klingt jetzt total schlimm, ich habe mich sehr organisiert gefühlt und hätte auch bis heute wahrscheinlich nichts geändert ohne Schwangerschaft. Also Mama werden war das Beste, was mir passieren konnte, denn seitdem bin ich so extrem fokussiert. Also ich sag dir gleich, was ich alles geändert habe, was mir extrem geholfen hat, alles wieder hinzukriegen mit einer mittlerweile 8-Stunden-Woche. Ich habe von 50 Stunden pro Woche auf 8 Stunden pro Woche reduziert, habe aber aktuell sozusagen nur, wie soll ich das am besten ausdrücken, also jetzt verdiene ich 50% von dem, was ich vorher verdient habe, weil klar, mit einer 8-Stunden-Woche kann ich kein Riesen-Business aufbauen, weil da ist einfach so, da fehlt ein bisschen die Zeit fürs Marketing, mich jeden Tag online zu zeigen und so, aber für das, dass ich nur 8 Stunden habe, ist das mega viel, wenn ich überlege, dass ich vorher 50 Stunden gearbeitet habe und nur doppelt so viel verdient habe. Also die Relation ist ja echt heftig. Kommen wir zurück zum Thema, dass ich meine Zeit verschwendet habe, wobei ich es auch wieder irgendwie nicht getan habe. Denn alles, was ich gearbeitet habe in der Zeit, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also ich habe unglaublich viel gelernt über die ganzen YouTube-Videos, weil beispielsweise, ich habe so viel Zeit mit YouTube-Videos auch vergeudet, denn ich habe nicht nur Videos gemacht, wie gesagt, die mich entzündet haben, sondern auch Videos, die so routinemäßig gut zwischendurch gelaufen sind, weil ich wollte natürlich, dass mein Kanal gefüllt wird, mein Lifestyle-Kanal meine ich jetzt, mein großer Kanal mit 250.000 Abonnenten, typisch Sissy, wo es auch unter anderem um Mama-Themen geht, falls du mich also noch nicht kennst von dem Account, kannst du gerne mal darüber gucken, ist wie gesagt verlinkt. Und jedenfalls habe ich da sehr viele Videos gemacht,
weil ich einfach wusste, dass es die Follower sich wünschen, weil ich es leicht machen kann. Jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, dieses Brennen in mir hatte, boah, das ist ein krasses Video, das muss ich jetzt machen, sondern ich hatte einfach so ein paar Routine-Videos, die mir leicht von der Hand gingen, die ganz nett zu machen waren, wo ich auch Spaß dabei hatte. Aber ich habe am Ende, also es war nicht das, was ich so richtig, richtig wollte. Und es war nicht das, was mir Geld gebracht hat. Die Videos haben teilweise 10 Stunden Aufwand gehabt und ich habe 50 Euro an so einem Video teilweise verdient. Und mit einem anderen Video, wo ich einfach schnell mal eine Stunde so spontane Idee hatte, habe ich dann teilweise irgendwie 200 Euro verdient. Also es war einfach so ein bisschen unkoordiniert, trotzdem strukturiert. Also ich will mich nicht schlecht reden, ich habe das schon gut gemacht. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte in der Zeit. Ich habe aber sehr viel dazu gelernt, seit ich Mama bin, weil wenn man weniger Zeit hat, dann lernt man plötzlich, Prioritäten zu setzen. Das heißt, ich habe in über 12 Jahren extrem viel Expertise aufgebaut. Ich habe extrem viele Menschen kennengelernt. Ich war überall unterwegs. Ich war zum Beispiel auch im Headquarter bei YouTube in San Francisco, also Silicon Valley. Und ich war, ich habe so viele Auftritte gehabt, wo ich in ganz Deutschland rumgeflogen wurde, um Vorträge zu halten zu dem Thema. Und das ist natürlich schon was mich extrem weitergebracht hat, auch überhaupt die 12 Jahre YouTube. Ich könnte nicht so frei und locker sprechen mit meiner eigenen Stimme, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also YouTube hat mich so krass weitergebildet. Also allein diese Kamerapräsenz, diese Übung, und das alles gebe ich halt in meinen Kursen auch beispielsweise weiter, denn ich hatte eine Zeit, da hatte ich in meiner Telefonstimme gesprochen. So Frauen machen das ja ganz oft und nach dem Motto, hallo, ich bin Sissy und ich habe heute was für euch. Weil man einfach versucht, so richtig freundlich zu sein. Und das ist aber nicht freundlich, sondern das ist halt, das bist nicht du. Das ist nicht authentisch und das nervt auch mit der Zeit. Man merkt das irgendwie als Zuschauer unterbewusst. Und jetzt kann ich halt einfach auch entspannt Vorträge halten, auf die Bühne zu gehen. Pff, alles total easy peasy. Und das hat mir auch, habe ich alles dank YouTube. So, jetzt kommen wir dazu, wie ich die Elternzeit bzw. die Zeit nach der Geburt geplant hatte. Und da ist mein ultimativer erster Tipp auf jeden Fall, dass du dich vorher mit deinem Partner oder wenn du alleinerziehend bist, mit deinem Umfeld absprichst und vor der Geburt versuchst, Lösungen zu finden. Und ich kann dir direkt sagen, es wird auch nach der Geburt sehr viel Diskussion geben, weil wenn es dein erstes Kind ist, weißt du nicht, wie das dann wirklich sein wird. Aber wenn man sich gar keine Gedanken vorher macht, dann ist es danach wirklich sehr, sehr schwer, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil es ist ein Thema, was wirklich Diskussionsbedarf hat. Und Diskussion kann auch hitzig sein. Und das, wenn ihr es erst schafft, nachdem das Baby da ist oder die Babys da sind, dann mein Tipp auch an der Stelle, macht's, wenn das Kind schläft und es nichts mitkriegt davon oder bei der Oma ist oder sonst was, weil die Kleinen beziehen alles auf sich. Die verstehen nicht, dass ihr gerade mit euch ein Problem habt irgendwie und ihr das nicht gebacken bekommt und ihr schuld seid, dass ihr das vorher nicht geplant habt und dass ihr das nicht richtig durchblicken konntet. Es ist nämlich so, wir sind die Verantwortlichen, nicht die Kinder, aber die Kinder beziehen es auf sich und denken, sie sind schuld. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil die ersten Jahre sind so prägend fürs ganze Leben. Also das, was du jetzt gerade an Ängsten, an Glaubenssätze hast über dich, von wegen ich bin nicht gut genug und die ganzen Sachen, kommen durch die ersten Jahre deiner Kindheit, falls du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Und wir wollen ja alle, dass unsere Kinder glücklich groß werden und zu tollen Erwachsenen heranreifen. Und deswegen bitte, bitte führt die Diskussion so gut es geht vorher, weil viele denken so, ja klar, wir haben uns gemeinsam Kinder gewünscht, wir haben bestimmt dieselben Vorstellungen, aber jeder Mensch hat andere Vorstellungen, jeder Mensch ist individuell, deswegen sprecht miteinander. Und wir haben beispielsweise auch besprochen, wie lange mein Mann Elternzeit nimmt, wie ich dann Elterngeld plus mache, also Elternzeit in der Selbstständigkeit kriegt man ja auch Elterngeld, kann man ganz normal Elterngeld machen oder Elterngeld plus. Bei plus kann man weiterarbeiten und kriegt dann einfach die Differenz anteilmäßig aufgestockt wieder. Und da hatten wir halt für uns einfach gesagt, mein Mann nimmt 2 Monate und dann noch ein bisschen Teilzeit und dann schauen wir einfach mal, wie es kommt, wie es läuft. Ja, soweit hatten wir es geplant und das ist aber schon mal wichtig, weil manche stellen sich vielleicht vor, dass sie schon nach 2 Wochen wieder, dass der Mann zum Beispiel nur 2 Wochen Urlaub nimmt oder so. Manchmal geht es auch nicht anders. Wie auch immer, ich spreche jetzt von uns. So, wir hatten das besprochen und dann habe ich aber gemerkt, okay, shit, mit Kind kann ich doch nicht so viel arbeiten wie gedacht, weil ich habe mir das so easy peasy vorgestellt, also ging auch teilweise mit Kind schlafend nebendran, ich arbeite einfach, aber irgendwann hat er ja mehr Aufmerksamkeit gebraucht, war immer länger wach und dann ging das so nicht mehr. Und dann haben wir für uns die Lösung gefunden, dass mein Mann zurücktritt, auch prozentual auf eine 80% Stelle, sodass ich Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten konnte. Und da weiß ich jetzt schon, dass viele, die das von mir noch nicht wissen, oder weil ich teile das ja schon seit Jahren, dass ich das so mache, die mich noch nicht kennen, sagen, oh mein Gott,
nee, das ist schon mal nichts für mich, da gehe ich gleich wieder. Denk dran, es ist eine Inspiration, eine Lösung zu finden. Vielleicht ist es bei dir auch nachmittags, abends, vielleicht mit einer Tagesmutter in Kombination, was auch immer. Jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir das erstmal so machen, weil natürlich in den ersten Jahren ein kleines Kind keine großen Ausflüge braucht. Die Ausflüge machen wir meistens für uns in der Zeit, weil uns vielleicht die Decke auf den Kopf fällt. Das Kind braucht nicht 5 Stunden irgendwo sonntags unterwegs sein oder so. Dem reicht auch 2 Stunden mal ein bisschen im Planschbecken. Also 2 Stunden, bis man im Schwimmbad ist, dann da 1 Stunde ein bisschen planschen und wieder nach Hause gehen. Das reicht dem Kind. Und wenn du jemand bist, der sehr viel Aktivität braucht, der sehr viel rausgehen möchte, kannst du das ja beispielsweise auch mit deinem Kind machen von Montag bis Freitag und dann am Wochenende arbeiten. Also es gibt immer irgendeine Lösung und die ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nie perfekt. Aber nahezu perfekt. Also für mich war es das Richtige, weil ich persönlich bei meiner Arbeit Energie tanke, Energie auflade, total energetisch und glücklich bin. Und diese Energie trägt mich auch die ganze Woche. Also ich habe auch Energie mit meinem Sohn, mit meinem Kind, das erfüllt mich auch, aber ich brauche beides. Wenn mir eins davon genommen wird, dann geht ein Teil von mir ein und der bedrückt dann den anderen Teil von mir. Und deswegen musste ich einfach schauen, wie ich beides in meinem Alltag integrieren kann. Und jedenfalls habe ich dann 3 Tage die Woche gearbeitet, aber sind wir ehrlich, als Mama zu Hause im Homeoffice arbeitet man nicht 8 Stunden konzentriert durch, wie wenn man extern irgendwo im Büro ist. War für mich aber auch okay. Das heißt, ich habe dann morgens 2 Stunden gearbeitet, dann Mittagessen, dann mittags nochmal 2 Stunden gearbeitet. Das heißt, meistens so 4 Stunden am Tag, manchmal auch 6 Stunden, ganz selten auch mal 8 Stunden. Ja, das war jetzt unsere Lösung über lange Zeit und dann haben wir aber, sind wir umgezogen. Mein Mann hat einen Job gewechselt und jetzt hat er eben eine 5-Tage-Woche und ich hatte nur noch 2 Tage. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir es wieder machen, wenn die Zwillinge kommen, weil mein Sohn hat ja jetzt gerade keinen Kindergartenplatz. Und wenn der einen hat, dann müssen wir wieder schauen, wie wir das machen, weil ich natürlich nicht möchte, dass er unter der Woche in dem Kindergarten ist und ich am Wochenende arbeite. Ich möchte ja auch diese richtig intensive Zeit mit ihm. Und da werden wir aber auch wieder eine Lösung finden, ob es dann Teilzeit bei meinem Mann ist oder ob ich abends vielleicht arbeite, wobei das am Anfang mit dem Zwilling wahrscheinlich auch nicht geht, weil ich da müde bin. Aber definitiv ist es wichtig, dass der Partner einem auch was gibt, weil ich erkläre das immer gerne so und vielleicht könnt ihr das auch, wenn ihr es für euch braucht oder für jemand anderen so erklären. Ihr seid beide hier. Partnermäßig, ob ihr jetzt Frau, Frau, Mann, Mann oder Frau, Mann seid und dann kommt das Kind und dann ist es meistens so, dass einer der Partner, wer auch immer, dadurch sehr, sehr viele Freiheiten verliert, unter anderem im Job zurücktreten muss, nachts aufstehen muss und an Kinderarzt und alles denken muss. Der andere Partner macht es auch. Bei dem geht auch ein Freiheitsverlust einher und Verantwortung, das heißt aber oft nicht so stark. Also der macht auch ganz viel. Vielleicht auch noch Sachen zum Beispiel im Haushalt übernehmen oder so. Aber ein Partner leidet meistens mehr im Sinne von zum vorherigen Ich verändert sich mehr. Und wenn der hier was möchte, der Partner, der schon sehr viel verloren hat, kann ihm nur eine Person was zurückgeben. Die hier. Man kann ja nicht von irgendwo was herholen, vielleicht. Also man kann sich externe Betreuung holen. Es geht natürlich auch, dass noch eine dritte Person dazukommt, die das aufstockt. Aber es ist auch wichtig, dass der Partner einsieht, weil sonst entsteht so ein Ungleichgewicht und so eine Unzufriedenheit und da kann ein Streit entstehen. Und wenn der Partner sagt, okay, ich trete auch noch ein bisschen zurück, damit ich wieder ein bisschen hoch kann, dann ist das leichter erträglich und harmoniert einfach insgesamt besser. Natürlich habe ich auch in meinem Business ganz, ganz viel verändert und umstrukturiert und dazu würde ich sehr gerne ein extra Video machen. Also, falls dich das Ganze interessiert, dann kannst du diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben oder mir auch in die Kommentare schreiben, wo du gerade irgendwie Hürden hast oder wo du Bedenken hast, Sorgen hast, vielleicht auch, wo du Lösungen hast. Sehr gerne her damit, denn ich habe mir gedacht, ich werde dir auf jeden Fall verraten, welche Steps ich gemacht habe, um mein Business eben so umzustrukturieren, dass es auch ohne meine aktive Zeit funktioniert. Also es sind insgesamt 3 Schritte, die ich dann gemacht habe. Und ja, wie gesagt, wenn es dich interessiert, dann lass es mich gerne wissen. Und ansonsten kannst du gerne mal hier auf meinem Kanal vorbeischauen. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste oder übernächste Woche wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!